Hallo Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Feuerrot. Im letzten Part haben wir viel zu viele Trainer besiegt und viel zu schwache Trainer. Und deswegen wird es mir jetzt langsam ein bisschen zu blöd. Wir machen das jetzt ein bisschen anders, damit es auch hier mal in der Story ein bisschen vorangeht. Und vor allem, dass ihr irgendwie mal ein sechstes Pokémon bekommt. Puh! Ich meine, ich habe mittlerweile, wie viele Orden habe ich? 5 Orden oder sowas? Ich muss echt nachschauen, wie viele Orden ich habe. Scheiß. Oh, ich habe nur 4 Orden, Mann, bin ich low. Ja, immerhin, ich habe 4 Orden, aber ich habe nur 5 Pokémon. Da ändern wir jetzt was. Und zwar mogel ich mich hier einfach in den ganzen Trainern vorbei. Stopp. Und mach die einfach alle offscreen. Da ich jetzt keinen Bock mehr auf die... Nein, du Arschloch! Wieso drehst du dich um? Wieso drehst du dich um? Ich hasse dich! Herr mit der Minuten, wenn du verlierst, gibst du mir dein Geld. Wenn du verlierst, gibst du mir deine Frau. Ja. Du blödes Arschloch, wieso hast du dich umgedreht? Mensch. Ja, egal, dann komm. Schick halt dein blödes Smoggern oder was immer du auch... da. Mach mal einen Flammenwurf, komm. Weg mit dir. Verbrenne. Eigentlich ist das ja mit Smoggern ein bisschen komisch, weil Smoggern ist ein Gaskörper und wenn man das jetzt anzündet, sollte es da nicht etwas anders enden, als dass es einfach nur K.O. umfällt? Ich meine nur. Denkt mal drüber nach. Slimer hatte ich ja auch anfangs vor, das ins Team zu tun. Oh, wieso habe ich keinen Slimer ins Team? Slimer ist cool! Noch ein Smogmog hast du jetzt auch noch. Ja, komm, aber komm. Du explodierst aber. Komm, 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 komm. Ganz garantiert, komm. Ich mache jetzt Flammenwurf auf dich und du machst ganz brav Bum-Bum. Ja? Ganz brav Bum-Bum. Arschloch. Die Physik in diesem Spiel ist merkwürdig. Das darf nicht wahr sein, du hast meine Frau bekommen! Wenn die aber so schier ist wie du, dann kannst du behalten. So, hier vorbeischmuggeln, an dir vorbeischmuggeln. Au, komm ich an dir vorbei? Ja, komm ich, ich bin so gut. Oh Gott. Oh Gott. Tricky. Und. Oh, ein Pokémon, wieso? Wieso? Das ist low einfach nur noch. Das ist einfach nur noch low. So, und hier komme ich vorbei. Okay, weg bin ich. Ja, Leute, willkommen in Fuchsania City. Yeah, es geht mit der Story weiter. Okay. Und es geht ja auch gleich richtig fix weiter. Da wollte ich jetzt eigentlich nicht rein, aber egal. Machen wir jetzt einfach die Arena kommen. Ganz gerne meine Spezialtechniken bestehen. Ja, die Frage ist jetzt erstmal, gegen welche Spezialtechniken bitte? Du hast ein lächerliches Traumato. Die Frage ist jetzt überhaupt nicht, ob ich gegen dein... du hast Level 34? Puh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Die Frage ist jetzt nicht eigentlich, ob ich gegen deine Spezialtechniken bestehen kann, sondern die Frage ist, ob du einen Flammenwurf überlebst. Einen einzigen. Ja, tatsächlich. Ich bin... Oh, komm! Du Luckbox! Da klopfe ich für dich aber dreimal auf den Tisch. Du Luckbox. Wurde vergiftet? Ja, 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 komm. Boah, das zieht aber ganz schön viel ab. Leckt mich am Arsch. Und tschüss, du blödes Traumato. Ich mag Traumato nicht. Ein Kadabra. Das ist alle. Ein Kadabra. Was willst du denn damit? Was willst du denn damit? Wieso tut nur ein Kadabra ins Team? Es ist einfach nur... Es ist low! Komm, auf gut Glück! Mega-Hit! Komm, triff, triff! Oh, Baby, ja! Tschüss, Kadabra! Du hast keine Verteidigung! Nichts hast du! Du hast keine Verteidigung! Ich verstehe solche Leute nicht! Ich merke gerade, ich ziehe übelst gegen die Leute auf, die Kadabras ins Team tun. Sollte ich vielleicht nicht so tun. Sonst kommen noch Leute her, du bist so low, du tust ein, Carpador ins Team. Ja. Willkommen im Pokémon Center, wir halten deine Pokémon und machen sie wieder fett, du kriegst sie danach allerdings nie wieder. Okay. Gut, lass mich überlegen, wir legen jetzt Mauzi ab, komm. Schalte den PC ein. Er will jetzt Let's Plays aufnehmen. Pokémon ablegen, ja, komm. Mauzi, auf Wiedersehen. Es war schön mit dir. So.
Jetzt schnell wieder in die Arena. Das wäre natürlich super, wenn ich die Arena in diesem Part noch schaffen würde. Das wäre natürlich wünschenswert. Der Erfolg hängt nicht von der Stärke deiner Pokémon ab. Es kommt auf die Strategie drauf an. Intelligenz absiegt, obsiegt immer über Ruhe, Kraft. Nein. Damit stellst du nämlich meine Prioritäten in den Schatten. Immer dran denken. Bedenkenloser Angriff. Nichts anderes zählt. Nur Angriff. Man merkt, ich hätte eigentlich Kriegsherr werden sollen. Wobei, die müssen strategisch denken. Oh, schon wieder triffst du mit Giftwolke? Wie low seid ihr alle? Giftwolke hat doch nur... Was hat Giftwolke eigentlich für eine Trefferquote? Hat die 70? Ich glaube, Giftwolke hat 70, oder? 70? Hat Giftwolke 70? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. 70? Ja, es könnte 70 haben, ja. Ist ja auch egal. Oh, du überlebst zwei Flammenwürfe. Und die Vergiftung fügt mir ungefähr mehr Schaden zu als deine Kopfnuss. Komm, dich machen wir jetzt weg. Und tschüss. Scheiß, die Wandern, hast du mir viele KP abgezogen. Du hast nur 48 KP abgezogen. Ich leck mich doch am Arsch. So, schnell weiter. Grüß Gott. Ich möchte später mal Ninja werden. Dann musst du Final Fantasy 5 spielen. Da kannst du ein Ninja sein. Denk drüber nach, lieber Chuck. Chuck? Wieso heißt du Chuck? Wieso heißt du Chuck und hast du nur ein Dramato Level 31? Wenn du Chuck heißt, mit Nachnamen vor allem Norris, müsstest du eigentlich ein Mewtwo Level 5 Millionen haben. Und mich mit einem Schlag down kriegen. Wett mir, du überlebst keinen Flammenwurf. Och, komm! Es ist... mit einem KP! Mit einem... Ich sag darauf jetzt nichts mehr. Mit einem... Nein, ich sag nichts mehr, komm. Ich trinke darauf jetzt einfach nur noch Tee. Oh shit, das war ja hier so. Habe ich eine Top-Genesung, die würde mir jetzt relativ gut helfen. Was frage ich eigentlich so blöd? Natürlich habe ich keine Top-Genesung. Was frage ich so blöd? Als ob ich jemals eine Top-Genesung dabei haben würde. Als ob ich jemals irgendwas... Okay. Ja. Gut gemacht, Glurak. Warum auch immer. Ah, ich habe eine Idee, warum. Das schauen wir doch gleich mal nach. Okay, jetzt weiß ich wirklich nicht mehr weiter. Warum Flügelschlag ihn jetzt getötet hat, ich habe keine Ahnung. Dann wird Flügelschlag doch sicherlich auch dich töten, liebes Kadaver. Oh ja. Es hat ihn nicht nur außer Gefecht gesetzt, es hat ihn getötet. So, liebes Glurak. Die Vergiftung müsstest du jetzt eigentlich überleben. Und zwar nach Adamriese mit 7 KP. Was? Wie viel hat denn das abgezogen? Leck mich doch am Arsch. Okay, auf gut Glück. Triff, 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 triff. Oh yeah. Tschüss, Traumato. Tschüss. Sehr schön. Glurak erreicht außerdem Level 40. Und somit kann ich das Pokémon an der Spitze eh wechseln. Das ist ja, ja, das ist ja das, ja, das ist ja. Ich hab verloren, ja, das hast du schön erkannt. Und ich erkenne, dass das mit der Pokémon Arena in diesem Part nichts mehr wird. Wen nehme ich denn jetzt an die Spitze? Wir nehmen an die Spitze Snubbelikat. Meister Koga, du weißt mich, in der Kunst des Ninja-Kampfes, der Einsatz von Pokémon ist eine sehr alte Ninja-Tradition. Eigentlich ist eine sehr alte Ninja-Tradition nur beispielsweise das Werfen von Shuriken. Beispielsweise. Nicht der Einsatz von Pokémon. Es sei denn, die Pokémon sehen aus wie Shuriken und man kann sie schmeißen. Dann ist das noch akzeptabel. Gottes Willen rede ich heute einen Müll zusammen. Was ist denn heute mit mir los? Snubbelikat, komm, du setzt dein Geheimpower. Die geheime Ninja-Power. Gottes Willen zieht das wenig ab.
Snubbelikat, wir müssen mal ernsthaft miteinander reden. Das gefällt mir zum Beispiel schon besser. Ein Sandama. Aha, Sandama ist natürlich immer gut. Ein Sandama, mein Lieblingsboden-Pokémon. Oh yeah. Es ist so witzlos, wie wenig das abzieht. Snubbelikat, soll ich mir jetzt ernsthaft Gedanken machen, dich aus dem Team zu schmeißen? Also wenn du so weitermachst... mach mal Biss, komm. Mach mal Biss. Sieht auch nicht wirklich besser aus. Snubbelikat, Snubbelikat, was mache ich nur mit dir? Ist ja nicht so, als ob ich nicht wüsste, was ich für dich ins Team tue, wenn ich dich rausschmeißen würde. Ich hätte ja ein anderes Pokémon im Petto. Da muss ich mir jetzt mal ernsthafte Gedanken drüber machen, wenn du weiterhin so schwach bist. Blöd ist, ich habe dir Geheimpower beigebracht. Ein Geheimpower ist wohl die geilste Normalattacke, die es gibt. Okay, Body Slam ist auch geil. Ja, okay, Risikotackle ist auch geil. Okay, Bodycheck ist auch geil. Ja, es gibt viele normale Attacken, die geil sind. Ich würde mal annehmen, dass mein Snubbelikat gerade gegen einen Arbok verliert, das 3 Level unter ihm ist. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich annehmen, dass es jetzt durchs Gift verreckt. Mit einem KP überlebt! Snubbelikat, jetzt volle Kanne! Komm, ja, was machst du denn? Was soll ich machen? Ah! Einfach mal auf gut Glück, Geheimpower, okay. Und Volltreffer! Low. Snubbelikat, es war mir eine Ehre. Ah, wenigstens ist es paralysiert, dann verreckst du halt am Gift. Es war mir eine Ehre, Schätzelein. Ja, wenn das so ist, dann hast du nicht gerade lange durchgehalten, dann nehmen wir mal am besten Golbat. Gut. Golbat, du machst einfach mal Biss, komm. Warum ich jetzt Biss mache, weiß ich nicht wirklich. Aeros hätte mir eigentlich mehr gebracht. Und wieso paralysierst du mich? Und wieso paralysiert eine Attacke, die Giftblick heißt? Das ergibt keinen Sinn. So. Ja, ouch. Ach, Snubbelikat, Snubbelikat, was mache ich nur mit dir? Soll ich dich wirklich aus dem Team schmeißen? Ich wüsste ja, wie gesagt, wen ich dafür rein tue. Und die, die meine Let's Plays hier aufmerksam verfolgt haben, hier mein Pokémon Let's Play und so, weißt du, die müssten eigentlich auch wissen, was ich reintun würde anstelle von Snubbelikat. Richtig, Agumon! Was noch weniger Sinn ergibt, Glurak wurde besiegt, das ist toll. Willkommen im Pokémon-Center, wir heilen deine Pokémon und danach kriegst du sie nie wieder zurück. Währenddessen ziehe ich eine Yu-Gi-Oh!-Karte und es ist der Proto-Cyberdrache. Das habe ich euch jetzt erzählt, weil Baum. So, dann jetzt schnell rüber ins Pokémon-Center. Was? In die Pokémon-Arena, nicht ins Pokémon-Center, du blöder Idiot, Spike. So. Hier vorbei, komm, ich schmuggel mich jetzt an, hab ich allen vorbei. So, Koga, komm her. Ich will, Koga, Koga, bla bla bla, red nicht so viel, Koga, red nicht so viel. Wieso hast du 4 Pokémon, das dauert viel zu lang. Oh, wieso hast du so ein hohes Level? Oh, da könnte ich einfach nur Fu schreien. Golbat, streng dich an. Komm, schneller, 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 schneller. Schneller, 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 schneller.
Komm, komm, komm. Das erste Pokémon von ihm ist eigentlich schon besiegt. Und Aeroas. Natürlich hast du den Hypertrank. Natürlich. Ach, ich hasse dich, Koga. Schneller, Golbat. Das habe ich schon mal schneller gesehen. Wieso setzt die ganze Zeit Schnabenbart ein? Setz doch lieber sowas Dummes wie Tackle ein. Und tschüss. Ah, shit, der Part ist schon vorbei, aber ich will Koga noch in diesem Part haben. Nein. Schneller, schneller. Aeroas. Um Gottes Willen, sind es mir nicht ab. Schneller, Golbat. Aeroas. Komprimator bringt übrigens gar nichts, Slimog. Wollte ich nur mal gesagt haben, ist eure Panzerhälfte schon eher scheiße. Ich habe meine scheiß dumme Vorlautklappe. Zieht das jetzt überhaupt noch was ab? Wahnsinn. Ach, hör doch auf damit, Slimog. Sowas ist doch bäh. Sowas ist Baba Pfui. Jetzt setzt er nochmal Schleimbad ein. Jetzt setzt er nochmal Schleimbad ein, der Alpha-Biebsch. Oh, puh, er hat noch einen Hypertrank. Wieso machst du sowas, Koga? Wieso machst du sowas? Sei doch nicht so zu mir. Was habe ich dir getan? Ich habe dir nichts getan, außer dein Slimog versucht zu vernichten. Aber ich habe es doch nur versucht. Es ist doch nur bei einem Versuch geblieben. So. Nidoqueen, walte deines Amtes. Mach es gescheit. Komm, Body Slam. Tja. Wenn ich es mir jetzt mal so recht überlege, dann bin ich ja doch eigentlich ein blöder Vollidiot. Es hätte doch jetzt viel mehr gebracht, wenn ich Glurak gemacht hätte und mit dem Flammenwurf. Hätte doch viel mehr gebracht. Wobei Slimog eine arschlos hohe Spezialverteidigung hat. Das ist blöd. Und der Part geht schon viel zu lange. Ich werde aber Koga noch besiegen. Mach weiter so, Nidoqueen. Du schaffst es. Nidoqueen. 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 Kommt, feuert alle mit an. Nidoqueen. Nidoqueen. Schneller. Ich will ja nichts sagen, Nidoqueen, aber seine Verteidigung könntest du überbrücken mit einem, mit einer Attacke, die sich Volltreffer nennt. Wobei die Attacke an sich ja nicht Volltreffer heißt. Ja. Lieber. Hier. Liebes Nidoqueen. Wie wäre es mit Volltreffer? Volltreffer. Schönes Wort, gell? Nidoqueen. Volltreffer, komm, 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 Volltreffer, Volltreffer, Volltreffer. Nidoqueen, du bist einfach nur noch low. Nein, bist du nicht, ich mag dich, aber trotzdem. Oh, dem sein Slimog, das fickt mich aber auch irgendwie arschlos an die Wand. Oh, und jetzt geht die letzte Attacke daneben. Boah, wie, ich verrecke jetzt an dem Schlammbad. Oh, wie low, einfach nur noch, wie low. Nidoqueen, Body Slam. So. Schneller! Ein Smogon! Das ist schnell besiegt mit meinem Nidoqueen. Hoffe ich mal. Nehme ich mal an. Während dieser arschlos lange Kampf an sich vor... ja, einfach mal dauert, schenke ich mir eine neue Tasse köstlichen Maracuja-Tee ein. Ist was richtig Leckeres, Maracuja-Tee. Gab es nur für kurze Zeit. Und war richtig göttlich lecker. Ich habe mir noch mal eine Packung gefunden bei mir zu Hause, die ich schon irgendwie vergessen hatte. Und Nidoqueen ist kurz vorm Abkratzen, das ist suboptimal. Und du hast so einen Hyperheiler. Ich dachte schon, du hast noch einen Hypertrank. Den hätte ich aber ganz auf Fu geschrien. Und tschüss, Morgan. So, und jetzt müsstest du noch einen Smogmog haben. Jawohl. Um dieses Smogmog kümmert sich mal bitte Gyarados. Ich weiß, es war taktisch gesehen jetzt nicht so ein kluger Schachzug, aber Nidoqueen war fast tot. Boah, das ist ein hohes Level!
Leck mich am Arsch. 43. Dann machen wir einfach Drachenwut, komm. Garros, schön weiter mit Drachenwut. Wie viel ziehen es ab? Wow, hey, gar nicht mal schlecht. Und Schlampert? Oh, hey, auch gar nicht mal schlecht. Schön weiter, so Garados. Schön weiter. Oh ja, ja. Garados, das macht mich geil. Das machst du schön. Und tschüss. Yes, Baby. Und tschüss, du dummes Smogmog. Jetzt ein bisschen schneller, bitte. Der Part ist heillos überzogen. Na sowas, du bist ein würdiger Kämpfer. Natürlich bin ich sehr reich in den Seelenorden hier. Ich will es einfach schnell machen. 4300 Pokédollar irgendwas. Nur der Träger Seelenorden bist, wenn du die Update deiner Pokémon verstärkt. Hier ferner kannst du Surfer auf das Kampf versetzen. Nimm auch dieses Geschenk. Es ist Toxin, Terminal 06. Ich weiß es doch, dass es Toxin ist. Ist Toxin hier, bla bla bla. Mehr 400 Jahre alte Tradition. Es ist mittlerweile schon verschimmelt, so als es ist. Ja, wahre Albtraum, bla 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 bla. Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play Pokémon Feuerrot für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao! Ich glaube, so schnell habe ich mich noch nie verabschiedet.